Von den 1,4 Milliarden mehr Steuern durch Energie muss die Ampel dem Bürger viel mehr zurückgeben. Im Sommer kriegen Wohngeldempfänger, Studenten und Azubis eine Einmalzahlung. 135 Euro für Singles, 175 für Paare. Aber das ist quasi ein Tropfen auf den kalten Stein, sagen Sozialverbände. Rentner zum Beispiel gucken da komplett in die Röhre. Alles nachzulesen in dem Buch. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg, um sich aufzuwärmen, weil es draußen wärmer ist als drin. Nur mal zum Vergleich. Frankreich investiert gerade 8 Milliarden, allein um die Strompreise niedrig zu halten. So geht das. Es gibt ja Forderungen, die sagen, vollständige Übernahme der Heizkosten für Menschen in Hartz IV oder mit ganz kleinen Renten. Wäre das etwas? Vollständige Übernahme lädt immer dazu ein, dass man dann die Heizung aufdreht und das Fenster aufmacht sozusagen. Es sollte schon einen Anreiz geben, sorgsam mit Energie umzugehen. Ja klar. Den Harzer musst du zur Sorgsamkeit erziehen, sonst dreht er durch. Ne? Dann heizt er seinen mit Shampoos gefüllten Jacuzzi konstant auf 30 Grad. Man ahnt, was er ungefähr meint, aber sehr unglücklich formuliert. Da lobe ich mir doch den britischen Anbieter OVO Energy. Der hat gerade in England vorgemacht, dass es auch deutlich sensibler geht. Hat sich doch der Energieversorger OVO Energy schon vor ein paar Tagen für einen Kundenbrief entschuldigt. Darin forderte er Kunden auf, mit einem Haustier zu kuscheln oder zu springen, um sich warm zu halten. Mann, oh Mann, wie bitter. Jetzt wird schon offen zur sexuellen Belästigung von Hunden aufgerufen. Wo ist Martin Rütter, wenn man ihn mal braucht? Wir fassen zusammen, wenn demnächst wegen CO2-Bepreisung alles noch teurer wird im Energiesektor, muss endlich signifikant was zurückfließen an den Verbraucher. Ne? Viele Familien knapsen ja jetzt schon, wo es nur geht. Die Wipprecht zum Beispiel. Alexander Wipprecht macht sich Sorgen. Seit Tagen steht er am Gaszähler und sieht sein Geld verschwinden. Scheiße, das rauscht einfach so durch. Leute, das war's mit unserem Mallorca-Urlaub dieses Jahr. Bettina? Da geht dein Geburtstagsgeschenk. Vielleicht nächstes Jahr. Klar, ganz ohne Warmwasser geht's natürlich nicht. Aber wenn Bettina schon mal baden muss, dann macht sie eben auch gleich den Abwasch, ne? Und natürlich muss man nicht jeden Raum heizen, also je nachdem, wofür der gebraucht wird. Alles klar, Mama? Ja, das kennt sie alles noch aus Schlesien. Insofern. Hey, cool. Fortnite. Aber weißt du, was auch cool ist und gar keinen Strom verbraucht? Malefiz. Ohne Sex läuft. Familie Wipprecht beweist, wenn alle mitmachen, sind selbst Rekordenergiepreise kein Problem. Und das Allertollste ist, weil wir drinnen kaum noch Strom verbrauchen, kann ich guten Gewissens meinen Tesla aufladen. Für den hier gibt es übrigens 6.000 Euro vom guten Onkel Habeck. Von wegen geizige Regierung, ne? Tschüss, Jonas! Viel Spaß in der Schule!